Hammerjäger engagiere, was? Mann, ist das gruselig, aber cool. Was der Graf auf der Welt? Zufallstreffer! Was machen diese Irren denn? Wir haben nicht mal echtes Militär hier oben. Wir wollten Arbeiter und uns sind wir nicht abhauen. Ich brauche bessere Gewehr. Schrotflinte ist so mäßig, ist jetzt nicht mehr ein Ding. Wir gehen zur Moonshot-Kanone. Mir nach. Was machen wir jetzt? Irgendwas mit einer Kanone? Im Wesentlichen ist das eine riesige Kanone, die mit 1000 Meilen die Stunde Vorräte auf die Mondoberfläche schießt. Wir steigen in einen der Container und machen die Fliege. Ist das sicher? Weiß nicht. Sie sind bei der Moonshot-Kanone. Los! Hättet auf Pandora bleiben sollen! Hättest nicht gedacht, dass ich Kammerjäger engagiere, was? Unterkriegungsfeuer! Da unten. Mann, ist das gruselig, aber cool. Du hattest keine Ahnung, wieso die Dahl-Typen Jack töten wollten? Ich hatte Vermutung. Geld, Rache. Aber wer brauchte hier schon jemals einen Grund? Ich finde den Stil vom Spiel irgendwie geil. Wenn ihr euch jetzt so die Schrauben anguckt und die Platten und so, das sieht schon cool aus. Ich muss mal gucken. Oh, scheiße, das ist ja nur insgesamt Empfindlichkeit links, rechts, oben, unten. 1, 2, nehmen wir mal 2 tiefer. Zielhilfe an. Vibrationen pro Schuss an. Belegung Standard. Kamera sagt nach. Seiten. Okay. Werdet geläutert durch die Hitze! Ich sag mal, Hilde, Kerl. Flammenfutzi. Für die Lost Legion! Verfluchter Mist! Sie machen mich hier fertig! Werdet geläutert durch die Hitze! Wow! Ich würde ja mal ein bisschen die Granate schmeißen. Brennt! Erledigt. Tot. Ich kann irgendwie kann ich keine Granaten schmeißen. Du musst doch Granaten haben. In jedem Shooter hat man Granaten. Hyperion wünscht Ihnen viel Spaß bei der Wiedergabe.
Empfindlichkeit. Hat Steuerkreuze folgen auch nicht so gut. Skillpunkt verdient, jetzt kann ich mich skillen, okay. Okay, haben wir eh mal. Das war's schon. Ich würde gerne was anderes haben wollen. Ah, so, so fällt mir das schon besser jetzt. Aus einem Bus stiegen. Deine klingt so explosiv und so. Macht der Gefangenen keine Komplimente. Von da oben kommen wir in den Moonshot rein. Ich hol den Lift. Verdammt, irgendwas blockiert den Lift da oben. Wir müssen uns was einfallen lassen. Okay, schräge Idee. Ich bastle was am Ladeterminal. Dann würde ich aber, ich kann ja nicht so mehr bearbeiten. Was soll ich machen? Okay. Bevor ich jetzt hier weitermache, würde ich jetzt... Los, zeige das riesige kugelförmige Ding, die Uhr tickt! Das ist ein riesen kugelförmiges Ding. Steht da hinten? Kein falscher Schritt, sonst droht ein mörderischer Absturz. Kein Problem. Ich bin gut im Nicht-Irgend. Los, Beeilung. Festhalten, ich drehe den Zylinder. Ah, oben angekommen. Gib den Lift frei, damit ich nachkommen kann. Total eingequetscht. Macht nichts. Wir empfinden keine Schmerzen. Prügel ihn einfach raus.
Diese Loader nerven. Kein Wunder, dass Stahl uns so einfach überrennen konnte. Ich brauche mehr Soldaten. Badasses. Wie dich. Hey, machen wir noch 2 Minuten hier und dann mache ich halt den Weg hier in der Stelle, wo ich doppelt cutten muss. Oh, was haben wir hier? Geschafft! So, jetzt müssen wir nur noch einen Moonshot-Container. Die Gier Hyperions wird nicht! Nachdem wir diesen Arsch gekillt haben! Bessere Ware findest du nirgendwo! Dafür habe ich gesorgt! Spaß. Oh, toll, ich will lieber neue Waffen für mich haben. Alle okay? Schießen ja auf mich. Oh. Gewinn wieder mal. Okay, jetzt hast du mich schon zum zweiten Mal gerettet. Jetzt müssen wir... was zum... die Autoschusssteuerung ist beschädigt. Einer muss hier bleiben und die Kapseln von Hand starten. Ich würde ja sagen, Wilhelm, aber du musst auf Elbis Schädel knacken. Wie war das? Ich habe nicht zugehört. Okay, neuer Plan. Ich bleib hier. Ich brauche dich unten auf dem Mond. Du musst das Störsignal finden und abstellen, sonst kriegen wir die Mondbasis nie unter Kontrolle und dann können wir die Kammer vergessen. Du bleibst? Ich will aber mein Geld, wenn du drauf gehst. Ach, du hast mir auch schon ein paar Mal das Leben gerettet. Jetzt bin ich dran. Außerdem, ich bin ein Heldbaby. Da gehört Selbstaufopferung zum Job. Oh, gut, ein Mediaautomat. Ich habe hier einen aufstellen lassen, als ein Arbeiter einen Unfall hatte und seinen Torso verlor. Heil dich lieber vor deiner Reise zum Mond. Und deck dich auch mit Munition ein. Da drüben gibt's welche. Ein hervorragender Tag. Wir müssen einen Moonshot-Container hier hochbringen. Normal transportieren wir damit Vorräte, aber diesmal bist du die Ladung. Okay, der Container hier dürfte es tun. Scheiße, ich verkauft. Leb wohl, mein Freund. Sieht nicht sicher aus. Ja, wir sehen uns, wenn du das Störsignal abgeschaltet hast. Cool, ich schieß das Ding jetzt. Gliedmaßen einziehen. Ich lade dich jetzt in die Abschusskammer. Jetzt wird's laut und ganz leicht furchterregend. Ganz leicht. Also Jack, hands up, Jack. Der Mann, der meinen Freund ermordet hat, ist dort geblieben, während du geflüchtet bist? Nie im Leben. Ob das Heldenmut oder reine Strategie war, kann ich nicht sagen. Aber wäre Jack nicht geblieben, um die Kapsel zu starten, wäre ich wohl auf der Helios gestorben. Deine Story macht Handsome Jack direkt sympathisch. So ein Mist. Okay, wir sind feuerbereit. Wenn du soweit bist, schieße ich dich nach Concordia, die größte Stadt auf Elpis. Ich kenne da wen, der dir helfen kann, das Störsignal zu finden. Ja, mach mal. Da ist er! Feuer eröffnen! Ah, Mist. Schon echt geil aus. Hallo? Hallo? Hallo, ich darf
dachte, du bist die Ersatzteillieferung. Du wirst sterben. Alles okay? Na, das kann ich selbst beantworten. Nichts ist okay. Sobald du diese Tür öffnest, tritt der ganze Sauerstoff aus und du erstickst. Das tut ziemlich weh und deine Augen platzen wie Weintrauben, wenn der Druckunterschied zu heftig wird. Also hier mein Plan. Wenn du bereit bist, öffne die Tür und folge mir zu meiner Sauerstoffblase. Klingt das gut? Mhm. Nicht antworten. Spar dir die Luft. Hier lang, nicht an das mit den Weintrauben denken. Hier, ich drehe diesen Luftkuppelgenerator an, dann kannst du atmen. Wäre peinlich, jetzt noch zu sterben. Wo bist du? Kuss mich hin. Sie.
will den Ali hier nicht, Ding. Schafft es noch. Wir hatten ja schon wieder Energie. Die Tussi hin. Jetzt will ich doch mal wissen, wo die hin ist. Flitze ich einfach mal hier rüber zum nächsten Sauerstoffding. Ach, da ist er. Hoffe ich doch, oder? Alter, da war da noch ein größeres Viech. Wo kommen die denn hier? Ach, scheiße, jetzt bin ich schon wieder bei 50 Minuten. Jetzt mache ich hier aber wirklich mal einen Cut, Leute. Würde ich jetzt mal so sagen. Erstmal nur gucken. Erstmal ruhig Luft. Also hier hoch. So, bis hier war ich ja. Jetzt würde ich sagen, jetzt mache ich hier erstmal einen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder.